17. Februar 2012. Salut. Salut. Mais oui. Mais oui. Zurzeit bin ich in Athen. Zurzeit bin ich in Athen. Und wohne in der Amalias. Gleich bei dem Syntagmaplatz. Zurzeit ist es relativ ruhig hier. Spuren werden so weit wie möglich beseitigt. Und überall sind Polizisten. Uniformierte. Schlagkräftige Truppen. Die schnell die Waffe in der Hand haben. Wenn sie in der Unterzahl sind. Eigentlich ist es ein Wunder, dass es hier noch keinen Toten gegeben hat. Die zivilen Polizisten erkennt man nicht. Und davon gibt es auch jede Menge hier. Keiner weiß, wie es weitergeht. Weitergehen soll. Man hat das Gefühl, als wäre es die Ruhe vor dem Sturm. Andererseits hat es bei den Unruhen So viele verletzte junge Leute gegeben, weil die Brutalität, mit der die Polizei hier vorgeht, äußerst schlimm ist. Als Ausländer kann ich jedem nur raten, nicht auf die Straße zu gehen. Und wenn doch, dich nicht als Ausländer erkennen zu geben. Sprichst du kein Griechisch? Bleib besser zu Hause. Ist auf alle Fälle gesünder. Es hat sehr viel Zerstörung gegeben. Und dann können wir gleich weitermachen. Ganz kurz nur unterbrechen. Weil ich musste dazu machen. Jetzt auch Mic-Check. Machen wir es so. Okay, ja, ja. Machen wir gleich weiter. Mic-Check! Was heißt? Wiederholen. Sag in kurzen Sätzen und wir wiederholen das, damit du nicht so schreien musst. Heute wurde hier eine Veranstaltung angemeldet. Der Anmelder. Ist aber nicht gekommen. Jetzt hat die Polizei hier jemanden gesucht, der diese Verantwortung übernimmt. Und die habe ich übernommen. Die Sache ist, ich bin auch verantwortlich für diese Versammlung. Sie wurde jetzt bis 18 Uhr angekündigt. Es liegt an uns, wie viele Leute dann noch hier sind. Ich hoffe, dass es alles in einem Reim bleibt und dass da keine Parolen oder Vermummungen oder stattfinden. Weil als Veranstalterin werde ich dann dafür verantwortlich gemacht. Und wir werden sehen, wie das dann halt hier weitergeht und wie die Resonanz ist. Und dementsprechend werden wir die Veranstaltung weiterlaufen lassen oder halt bang. Vielen Dank. Also ich versuche jetzt meinen zweiten Versuch. Zweiter Versuch.
Es soll nur zum Frieden dienen. Es soll nur zum Frieden dienen. Damit wir nicht gegen die Griechen und die Griechen nicht gegen uns hetzen. Damit wir nicht gegen die Griechen und die Griechen gegen uns hetzen. Dann dürfen Sie aber auch nicht die Griechen als fremdenfeindlich darstellen. Mach ich nicht. Sie liest einen Brief vor. Können wir danach diskutieren vielleicht und erstmal den Brief damit. So. Ich für mich erlebe das nicht als griechenfeindlich, was ich da erzähle. Sie haben die Griechen als fremdenfeindlich. Was? Wir haben immer etwas anderes erlebt. Ich liebe die Griechen. Als Deutsche. Ja, lese den Brief weiter. Ist noch nicht zu Ende. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Es gibt noch einen ganzen Es hat sehr viel Zerstörung gegeben. Es hat sehr viel Zerstörung gegeben. Sogar ein Waffengeschäft wurde geplündert. Sogar ein Waffengeschäft wurde geplündert. Und man muss davon ausgehen. Sollten die Unruhen erneut aufflammen. Dann wird wahrscheinlich sogar vermehrt geschossen werden. Es wurde ja auch schon geschossen. Man weiß nur nicht von wem. Es kann jeder gewesen sein. Auch die Polizei. Filmmaterial. Oder telefonische Auskünfte. Kann ich dir aus offensichtlichen Gründen leider nicht liefern. Ich bin nur hier, weil unsere griechischen Freunde uns gebeten haben, sie zu unterstützen. Ich hoffe, dass es jetzt klar geworden ist, dass ich nicht griechenfeindlich bin. Weil ich war schon öfters in Griechenland. Und mir tut es weh, wenn der Syntagma-Platz brennt. Genau.
Griechenland. Weltweit werden Bevölkerungen gedemütigt und geraten in einem fremdverschuldeten Teufelskreis aus Armut und Überschuldung. Wir sehen, was derzeit weltweit passiert, und im Namen der Menschen in Deutschland und Österreich sagen wir euch, was in Griechenland geschieht und zur Verarmung und Ausplünderung der griechischen Bevölkerung führt, geschieht nicht in unserem Namen. Derzeit befindet sich euer Land im Zentrum der Ausplünderung. Und auch wenn sich unsere Regierungen auf die Seite von Banken und Spekulanten geschlagen haben, seid euch sicher. Wir solidarisieren uns mit euch. Menschen sind füreinander da und nicht gegeneinander. Diesem einfachen Grundprinzip des menschlichen Miteinanders versuchen die Herrschenden derzeit entgegenzuwirken. Sie versuchen uns gegeneinander auszuspielen und propagieren ein System der Konkurrenz, des ständigen Gegeneinanders und des unbegrenzten Wachstums. Die globale Finanzkrise wird von den Regierungen der Welt ausgenutzt, um unmenschliche Kürzungen in den sozialen Systemen und auf dem Arbeitsmarkt durchzusetzen und um damit die Interessen der Finanzoligarchie, Groß- und Rüstungskonzerne zu schützen und zu fördern. Gegen diese scheinbar unaufhaltsamen Auswüchse einer zunehmend imperialistischen, undemokratischen und neoliberalen Politik müssen wir gemeinsam Widerstand leisten. Juhu! Die unsozialen Bestrebungen der europäischen Regierungen in der Euro- und Finanzkrise entsprechen in keiner Weise den Grundvoraussetzungen eines solidarischen Zusammenlebens auf der Welt. Aufgrund undemokratischer Entscheidungen wird die Volkssouveränität untergraben. Wir distanzieren uns von der Art und Weise, wie unter der Federführung der Vertreter der EU-Institutionen die Interessen von Banken oder Wirtschaftselite durchgesetzt werden und die soziale Fürsorge minimiert wird. Zu all diesen kritischen Themen gab es weder Wahlen noch ein Referendum. Die Regierungen sind daher zu solchen Maßnahmen nicht legitimiert. Die drastischen Kürzungen im Sozialbereich, die zu menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen führen, gehen auf Kosten derjenigen, die diese Krisen weder verursacht haben, noch für das Scheitern eines ganzen Finanzsystems verantwortlich gemacht werden können. Ihnen gilt unsere volle Solidarität. Die Gier nach Macht und deren Beschränkung auf einige wenige Menschen bringt soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit mit sich. Die daraus resultierende Gewalt führt nur zu Spaltungen zwischen den Menschen. Wir, die Mehrheit in den einzelnen Ländern, lassen uns nicht spalten. Wir fühlen uns Griechenland genauso verbunden wie unseren Brüdern und Schwestern aus anderen Ländern, die zunehmend der Willkür der Eliten ausgeliefert sind. Wir überwinden die Grenzen derjenigen, die sich anmaßen, uns Europäer und Menschen der gesamten Welt gegeneinander auszuspielen, mit Menschlichkeit und offenen Herzen, da Europa nicht nur ein Wirtschaftsraum, sondern unser gemeinsamer Lebensraum ist. Lasst uns zusammen diesen Raum zurückerobern, zum gemeinschaftlichen Widerstand gegen die, die uns unsere Lebensgrundlagen streitig machen wollen. Einen Widerstand, den ihr in Griechenland schon lange lebt, dem wir uns anschließen. Solidarische Grüße von uns, den 99% in Deutschland und Österreich. Wir umarmen euch und schicken euch Kraft, Liebe und Durchhaltsvermögen. Was heute erlebt wird. Anti-Kapitalista! 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 Αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητά αδέλφια στην Ελλάδα, σ' ολόκληρο τον κόσμο, λαοί ταπεινώνονται και οθούνται σε ένα φαύλο κύκλο φτώχειας και υπερδανισμού για τον οποίο δεν ευθύνονται. Βλέπουμε σήμερα να συμβαίνει αυτό παγκοσμίως και εκ μέρους των ανθρώπων στη Γερμανία και την Αυστρία σας λέμε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και οδηγεί στη φτώχεια και τη λαϊλασία του ελληνικού λαού δεν το στηρίζουμε. Σήμερα η χώρα σας αποτελεί το κέντρο της λαϊλάτισης. Και ακόμα και αν οι δικές μας κυβερνήσεις είναι με το μέρος των τραπεζών και των κερδοσκόπων, να είστε σίγουροι, εμείς είμαστε αλληλέγγυοι. Οι άνθρωποι υπάρχουν ο ένας για τον άλλον, όχι εναντίον του άλλου. Ενάντια σε αυτή την απλή αρχή της ανθρώπινης συνύπαρξης, προσπαθούν να ενεργήσουν αυτή τη στιγμή οι κυβερνώντες.
παράγοντες. Προσπαθούν να μας στρέψουν τον έναν ενάντια στον άλλο και προπαγανδίζουν ένα σύστημα ανταγωνισμού, μόνιμης εχθρότητας και περιόρισης ανάπτυξης. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο με σκοπό την επικράτηση των απάνθρωπων περικοπών στις κοινωνικές υπηρεσίες και την αγορά εργασίας και την προστασία και την προώθηση των συμφερόντων της χρηματοπιστωτικής ολιγαρχίας, των μεγαλοβιομηχάνων και των εφοπλιστών. Πρέπει να αντισταθούμε μαζί στην εμφανώς αντισόπιτη ανάπτυξη μιας ολοένα και πιο υπεριαλιστικής, αντιδημοκρατικής και νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Οι αντικοινωνικές φιλοδοξίες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων εν μέσω της κρίσης του ευρώ και της χρηματοπιστωτικής κρίσης δεν ανταποκρίνονται με κανένα τρόπο στις βασικές προϋποθέσεις μιας αλληλέγγυας συνύπαρξης σε αυτή τη γη. Με αντιδημοκρατικές αποφάσεις υποσκάπτεται η κυριαρχία του λαού. Αποστασιοποιούμαστε από τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται τα συμφέροντα των τραπεζών και της οικονομικής ελίτ υπό την καθοδήγηση των εκπροσώπων των οργάνων της ΕΕ και ελαχιστοποιείται η κοινωνική μέρημνα. Για όλα αυτά τα κρίσιμα θέματα δεν υπήρξαν ούτε εκλογές ούτε δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου οι κυβερνήσεις δεν νομιμοποιούνται για τη λήψη τέτοιων μέτρων. Οι δραστικές περικοπές στον κοινωνικό τομέα, οι οποίες οδηγούν σε απάνθρωπες συνθήκες ζωής και εργασίας, επιβαρύνουν αυτούς που δεν είναι υπεύθυνοι ούτε για την κρίση, ούτε για την αποτυχία ενός ολόκληρου δημοσιονομικού συστήματος. Σε αυτούς προσφέρουμε την απόλυτη αλληλεγγύη μας. Εμείς το 99% δεν επιτρέπουμε να μας διχάζουν. Ας κατακτήσουμε ξανά μαζί αυτό το χώρο, ενωμένοι σε μια κοινή αντίσταση ενάντια σε αυτούς που θέλουν να αμφισβητήσουν τα θεμέλια της ζωής μας. Μια αντίσταση την οποία εσείς στην Ελλάδα βιώνετε εδώ και καιρό, μια αντίσταση στην οποία θέλουμε να συμμετάσχουμε κι εμείς. Μαλλέγγυους χαιρετισμούς από εμάς, το 99% στη Γερμανία και την Αυστρία, σας αγκαλιάζουμε και σας στέλνουμε δύναμη, αγάπη και αντοχές. Das zum antikapitalistischen Aktionstag am 31. März nach Frankfurt mobilisiert. Dieser Aktionstag ist Teil einer Mobilisierung in 7 europäischen Ländern, wo Teile der antiautoritären Linken, anarchistische, linkskommunistische und soziale Gruppen, die nichts mit Parteien und reformistischen Organisationen zu tun haben, gegen die Folgen der Krise und gegen die kapitalistische Krise insgesamt mobilisieren. In den letzten Tagen hat sich der Konflikt zwischen der EU-Troika und dem Großteil der Menschen, die in Griechenland leben, zugespitzt. Die EU-Verantwortlichen üben sie in immer neuen Diktaten und Anweisungen an die griechische Politik. Dabei tun sich Politikerinnen aus Deutschland wie Schäuble, Merkel, Rössler und so weiter besonders hervor. Während die politische Elite Griechenlands über die Beleidigung ihres Landes patroniert, kämpfen in Griechenland Beschäftigte, Erwerbslose, Schülerinnen und Studierende gegen die massiven Einschnitte in ihre Lebensbedingungen, die mit diesem Spardiktat verbunden sind. Doch davon sind auch andere europäische Länder wie Irland betroffen. Dieses Land steht zurzeit nicht besonders im Fokus. Ich will nur mal zitieren aus einem Taz-Artikel von vorgestern über die Folgen der Krisenprogramme in Irland. Zitat: Die irische Regierung hat im Dezember 2011 den 7. Sparhaushalt seit 2008 vorgelegt. Die Mehrwertsteuer ist von 21 auf 23% gestiegen. Die Staatsausgaben wurden weiter gekürzt. Die Löhne im öffentlichen Sektor sind bereits um rund 20% gesunken. Und auch bei der Sozialhilfe und den Zuschüssen für alleinerziehende Eltern wurde gekürzt. In der Tabelle der sozialen Ungleichheiten in den entwickelten Ländern steht Irland mittlerweile an 4. Stelle. Die Zahl der Obdachlosen steigt. Die Sparmaßnahmen haben auch gesundheitliche Folgen. Wer nicht über 65 Jahre alt oder Sozialhilfeempfänger ist, muss die Arztkosten rund 60 Euro pro Besuch sowie die Kosten für die Medikamente bis zu 121 Euro pro Monat selber tragen. Die unabhängige Expertenkommission TACK erklärt in einem Bericht, dass die regressiven Haushaltsmaßnahmen der vergangenen 3 Jahre überproportionale Auswirkungen auf die unteren Einkommensschichten hatte. Dies führte nicht nur
zu verstärkter Armut, sondern auch zu Ungleichheiten im Gesundheitswesen. So viel über die Lage in Irland, einem Land, wie gesagt, das heute in den offiziellen EU-Kreisen als Modell für die Bewältigung der EU-Krise im kapitalistischen Sinne hingestellt wird. Ähnliche Verschlechterungen der Lebensbedingungen vieler Menschen bewirkt die Sparpolitik in Spanien und in Portugal. Die Kämpfe in Griechenland gegen das Spardiktat sind für uns beispielgebend durch die Staatsfixiertheit und den Standortnationalismus, der in Deutschland auch bei großen Teilen der Lohnabhängigen virulent ist, wurde hierzulande das Sparmodell ohne großen Widerstand durchgesetzt. Es ist verbunden mit einem rigiden Hartz-IV-Regime und mit Lohnarbeitsverhältnissen, von denen viele Menschen nicht mehr leben können. Viele Menschen reagieren in Deutschland mit einem Sozialchauvinismus auf Menschen, die sich eben nicht einfach unter die Logik von Staat und Kapital zwingen lassen. Die beste Solidarität mit den Aufständen in Griechenland ist daher der Kampf gegen das deutsche Sparmodell. Mit dem Europäischen Aktionstag am 31. März soll in ganz Europa, auch in Deutschland, ein Zeichen gesetzt werden. Wir werden an diesem Tag zur bundesweiten antikapitalistischen Demonstration in Frankfurt-Main zur Baustelle des neuen EZB-Geländes fahren. Aber erst, wenn wir die Kämpfe in unseren Alltag tragen, wenn wir unserem Arbeitsplatz, an der Uni, der Schule, dem Jobcenter, der Faschistenlogik verweigern, wenn wir uns gegen kapitalistische Zumutungen verweigern, dann tragen wir unseren Teil zur Sabotage des deutschen Sparmodells hier und in ganz Europa bei. Solidarität mit den Aufständen in Griechenland, Marktkonkurrenz und Profitlogik überwinden. Hallo, ich habe keine Rede. Ich bin von Real Democracy, Now Berlin GR, die griechische Real Democracy Gruppe, die hier schon am Sonntag hier stand. Wir wollten uns erstmal ganz toll bedanken bei Echte Demokratie jetzt, die diesen Aufruf für heute gemacht hat und organisiert bei dem International Group von Echte Demokratie, die alle hier sind, die ich kenne von noch Mai 2011, als die Platzbesetzungen in Athen und in Spanien waren und wir uns damals schon organisiert haben. Auch für alle, die hierher gekommen sind. Und ich glaube, im Moment haben wir jeden Tag, also am Sonntag war die letzte Solidaritätskundgebung, heute ist diese Solidaritätskundgebung und heute sind Solidaritätskundgebungen mit Griechenland überall auf der Welt. Und ich glaube, es ist endlich Zeit geworden zu verstehen, dass das griechische Problem nicht ein Problem ist von Griechen, sondern ein Problem ist von strukturellen, systemischen, falschen Politiken, nicht nur in der Europäischen Union. Das wurde ja gesagt. Ich habe hier den Auftrag von Real Democracy bekommen, einfach zwei Worte zu sagen über das Memorandum. Das Memorandum ist der Vertrag, der Kreditvertrag, also der das, was Rettungspaket heißt, ist ja ein Kredit, ein weiterer Kredit und ein paar die Auflagen, die mit diesem Kredit verbunden sind, das ist das, was der griechischen Bevölkerung so wehtut. Und ich werde jetzt einfach ein paar Punkte referieren, drei Punkte, was das Memorandum eigentlich heißt. Eine der Sachen, die bis Ende Juni vollzogen werden müssen, sind die Privatisierungen. Es soll in Griechenland alles, was sozusagen der Staat an Auftrag hat, privatisiert werden. Wasser, Transportwesen, Telekommunikation, Tourismus, Bildung, alles soll sofort verkauft werden und zwar an ausländische Investoren, wenn es geht, weil im Moment keine griechischen Investoren Geld dafür haben, den Staat aufzukaufen. Das Geld von diesen Privatisierungen und all das muss bis Ende Juni verkauft werden. Das Geld soll an dieses Extrakonto überwiesen werden, das nur dafür da ist, den Kredit abzubezahlen. Das heißt, das Geld geht auch nicht in die Gesellschaft, sondern das Geld ist nur dafür da, von den Privatisierungen des Staates, um den Kredit abzubezahlen. Im Endeffekt kommt Griechenland damit in eine Schuldenspirale, wie wir sie aus den Ländern des globalen Südens kennen. Das ist jetzt auch in Europa angekommen.
Das Memorandum, was letzte Woche mit Blut und Tränen in Griechenland abgeschlossen wurde, setzt fest eine Kürzung von 22% bei Löhnen. Der Durchschnittslohn liegt jetzt bei 400 Euro. Das ist deswegen wichtig, weil das Preisniveau in Griechenland genauso ist wie hier. Das heißt, man muss mit den gleichen Preisen wie hier mit 400 Euro überleben. Junge Leute unter 25 Jahren kriegen eine Kürzung ihrer Löhne von 25%. Renten sollen weiter um 20% gekürzt werden. Und das sind Kürzungen, die noch dazukommen zu den Kürzungen von letztem Jahr. Medikamente und auch Krankenversicherung wird eingeschränkt. Ganze Krankenhäuser müssen zumachen. Ein Krankenhaus in Kilkis wurde mittlerweile von den Krankenschwestern und von den Ärzten selbst übernommen und wird jetzt in Eigenregie weitergemacht. Es wurde ein ganzes Krankenhaus von den Leuten selbst übernommen. Es gibt im Moment in Griechenland verschiedene solche Aktivitäten, wo die Leute ihre Betriebe selbst übernehmen. Zum Beispiel in der großen liberalen Zeitung Eleftherotypia, die auch, wo die Leute 6 Monate ohne Geld waren, die fangen jetzt an, ihre Zeitung selbst zu machen, unbezahlt, ohne die Geschäftsführung und selbst auch über die Inhalte zu entscheiden, was da rauskommt und versuchen einfach weiterzumachen mit Flucht nach vorne, mit Selbstaktivität, ohne darauf zu warten, dass der Staat noch irgendwas macht. Genau. Und das alles zusammen mit einer Situation, wo Leute eben seit Monaten unbezahlt sind, wo immer mehr Steuern dazukommen und einfach nur, und ich übergebe jetzt das Mikro, ich finde auch gut, wenn wir das Mikro als offenes Mikro sehen, jeder kann kommen und was sagen, es muss kein Delegierter oder irgendjemand sein, ich habe das jetzt auch spontan gemacht. Eine kleine Notiz, letzte Woche, als die Gespräche waren zwischen dem Eurogroup und der griechischen Regierung, wo jetzt gespart werden soll, hat die griechische Regierung vorgeschlagen, im Rüstungsetat zu sparen. Und Eurogroup hat das nicht akzeptiert. Ja? Die sagen, nein, ihr müsst bei den Renten sparen, nicht beim Rüstungsetat. Und ich glaube, das ist total charakteristisch, um zu sehen, wo liegt eigentlich die Priorität dieser Politik der Eurogroup, wo sie es nicht mal zulassen, dass man bei Waffen spart und sie wollen, dass man im Sozialen spart bei den Renten. Und ich glaube, die Frechheit ist da sehr gut abzulesen. Ich möchte nur ganz kurz was dazu sagen. Ich bin hier am Berliner Wassertisch schon lange aktiv und möchte das ergänzen, was meine Vorrednerin gerade gesagt hat. Denn auch das Wasser soll ja in Griechenland verkauft werden. Und ich war neulich in Neapel auf einem Treffen von europäischen Wasseraktivisten und Aktivistinnen und bin da auch, da waren auch Freundinnen aus Griechenland, aus Thessaloniki, die ihre eigenen Stadtwerke kaufen wollen, anstatt dass sie es Veolia oder diesen anderen Gangstern in Rachen werfen wollen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns, dass wir auch solche Initiativen, die jetzt aus der Not in Griechenland entstehen, dass wir die auch sehen und bekannt machen, dass nämlich trotz dieser Krise eine andere Welt möglich ist und da auch Kreativität entsteht, ähnlich wie in Argentinien übrigens, wo sie wo ja auch viele ihre Fabriken selbst übernommen haben. Und ich denke, so ein Prozess beginnt gerade auch in Griechenland und das sollten wir publik machen, damit wir nicht so nur so wütend und so erschlagen von den Bildern sind, die wir jeden Tag durch die Presse bekommen, wo wir immer so das Gefühl haben, gegen diese Finanzmärkte ist überhaupt nichts zu machen und resignieren. Es liegt an uns, dass wir publik machen, dass es auch anders geht, wie dieses Krankenhaus, was du gerade genannt hast, oder Wasserbetriebe. Wahrscheinlich gibt es da noch viel mehr, was wir hier auch sichtbar machen können. Ja.
ich traue mich jetzt auch was zu sagen. Und zwar habe ich gehört oder gesehen, im Internet gibt es bei Google so Videos, dass es in Griechenland Erdöl- und Erdgasvorkommen richtig viel gibt und die Griechen dürfen das nicht abbauen. Könnt ihr euch da mal informieren, wenn das wahr ist? Dann ist das vielleicht auch der Grund der ganzen Krise, also dass die das Land kaufen wollen, um da eben abzubauen. Ja, helft mal mit. Erdöl- und Erdgasvorkommen in Griechenland. Guckt mal nach. Danke. Hi. Hi. I will say one thing very short about the problem in Greece and Europe and etc. The only thing I can say about it is that I see repetition from 38 going with tanks and now going by banks to Concord Europe by the Germans. So for me, I see only repetition of very, very crazy crisis. And I want to propose to the people here a way to get organized over our sites to be equal shareholders. Very simple. And that shareholding is defined by a specific agreement. It's called Concomism, you can find it. But it's a specific agreement that don't allow overtaking of that unit. And this will let us be able to go in a neighborhood level to get organized with normal people, not the leftist people, but the normal people. And it is not co-op or structure, because co-op is a little bit hermetic for the normal people as they are. And it is designed for full decentralization and full communication in a global level until the local level. So please look on Concomism and 99 Occupy. Thank you. So, ich traue mich jetzt einfach auch mal. Mikis Theodorakis hat übers Internet aufgerufen, wir sollen Tsitaki tanzen als Zeichen der Solidarität mit Griechenland. Und deswegen haben wir vorhin schon verzweifelt versucht, das zu machen. Wir können es nicht richtig. Und ich würde es schön finden, wenn wir es vielleicht hier an diesem Ort heute noch schaffen könnten, mehr zu werden. Weil dieses Video soll dann bei YouTube hochgeladen werden und soll an eine E-Mail-Adresse geschickt werden, an Mikis Theodorakis. Danke. Ich wollte nur dazu ergänzen, mich hat eine Griechin angesprochen, der jetzt überhaupt nicht zum Tanzen zumute ist und die uns eigentlich gebeten hat, heute nicht zu tanzen. Ja, und das möchte ich jetzt einfach so weitergeben, weil ich durchaus Verständnis habe, dass denen, die jetzt dort das miterlebt haben und die wissen, wie die Zustände dort sind, vielleicht ist es besser für einen, der gut Deutsch kann und der uns vielleicht authentisch jetzt von dort etwas erzählen kann. Vielleicht ist das für uns jetzt wichtiger. Also wir als Zeichen der Solidarität, und wir lieben diese Musik von Theodorakis, würden wir das sehr gerne mit euch zusammen machen. Aber nur alleine jetzt das und ihr könnt das jetzt nicht, dann denke ich, dass es wichtig ist, dass wir das auch sein lassen heute. Das respektieren wir natürlich. Wir haben es jetzt auch nicht böse gemeint, sondern wirklich nur als Zeichen der Solidarität. Ich kann nicht so gut Deutsch. Ich habe vor ein paar Tagen war ich beim Arzt und habe ihn gefragt, kennen Sie das mit Griechenland? Was ist mit Griechenland? Seine Antwort war, die wollen nicht sparen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Freundin von mir aus Thessaloniki und die erzählte mir, ihr Mann verdient im Monat 520 Euro. Ihre Wohnung, 55 Quadratmeter, kostet 400 Euro. Kaffee trinken gehen, 5 Euro. Ein Liter Milch, 1,55 Euro. Die sollen sparen, wo?
alle, die das Mikrofon haben, das hat hier einen Schalter, an- und ausschalten bitte. Sie sind alle traurig hier, die kriegen heute so wenig. Wir haben aber keine Stimme mehr. Das ist keine Stimme. Wir haben uns keine Stimme gelassen. Die wollen uns nicht mehr als Griechen benennen. Die wollen uns nicht diese stolze Griechen. Der Stolz geht runter. Wir sind hier, wir sind laut. Los, Kinder, los. Hier, was? Wollen wir alle mal machen? Ja, wir machen es mal alle zusammen. 1, 2, 3, 4. Wir sind hier. Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir sind hier. Wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut. Wir müssen aufpassen. Diese großen Banken und Versicherungen, die versuchen die Europäer runter und nicht nur unsere Kinder und Enkelkinder, auch unsere Zukunft. Ich lebe 50 Jahre hier in Berlin. Das kommt auch hier und ich wünsche natürlich hier auch zu kommen. Wir müssen kämpfen. Danke. Ja. Internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Viva Grecia y Cuba Libre. A greeting from Edinburgh. On the 12th of February, the non-elected Greek government adopted a new austerity plan approved by the Greek Parliament, which forces people into misery in order to save the European banks. The 22% cut on the minimum wage, reduction on pensions, the abolishment of the collective bargaining, the privatization of the public sector are all indicative measures for the future of the Greek people. The rescue plan for Greece includes 130 billion euros provided by European taxpayers, which are not planned to serve the people but will only be given to the European banks. On Sunday, the 12th of February, the hundreds of thousands of Greek people took the streets, fighting against the measures imposed by the EU, the European Central Bank, the IMF, which would lead to the enslavement to the bankers. On the streets, they gave a battle against the violent repression of the police forces, having also as an opponent the silence of the media and demonstrations. Greece is only the start before the generalization of the measures all over Europe. The people of Greece need the international solidarity and they call for our support. Let's stay united and fight back against the austerity measures, against repression, against the dictatorship of bankers. We are all Greeks. When they say cut back, we say fight back.